Die Modellpflege des Insignian am Opel zum Anlass, die Baureihe gleich noch um die attraktive Kombivariante Country Tourer zu erweitern. Mit robuster Karosserie und Allradantrieb eignet sich der Crossover auch für Abenteuer abseits befestigter Straßen. Etwas mehr Bodenfreiheit und robust wirkende Kunststoffbeplankungen machen aus dem Kombi natürlich noch kein SUV. Dank 4x4 fühlt sich der Country Tourer aber auf Feldwegen durchaus wohl. Revolutionär für alle Insignia-Modelle ist das komplett neu gestaltete Cockpit. Die unübersichtlich angeordneten Schalter und Knöpfe sind einem 8 Zoll Touchscreen als Kommunikationszentrum gewichen. Dieses lässt sich über Sprachsteuerung, Tasten am Lenkrad oder gar handschriftlich über ein kleines Touchpad bedienen. Mit bis zu 1530 Litern ist das Schluckvermögen des Insignia-Kofferraums auch nach der Modellpflege weiterhin vorbildlich groß. Den Country Tourer gibt es ausschließlich mit 4x4-Antrieb und dem neuen 2-Liter Turbobenziner mit 250 PS oder dem 2-Liter Turbodiesel mit 163 bzw. Biturbodiesel mit 195 PS. Wirken die Dieselmotoren etwas rau, überzeugt dafür das adaptive Flex-Ride-Fahrwerk mit viel Komfort. Ein Sparmeister ist der Insignia Country Tourer mit Werksverbräuchen zwischen 6,1 und 8,5 Litern, je nach Motorisierung, nicht unbedingt. Das liegt neben den nicht mehr ganz taufrischen Dieselmotoren auch am relativ hohen Fahrzeuggewicht von über 1,6 Tonnen. Sparen lässt sich dafür beim Kauf des neuen Insignia. Schon die Listenpreise sind sehr fair kalkuliert, dazu lockt Opel laufend mit diversen Vergünstigungen oder attraktiven Ausstattungspaketen.